MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, Hashtag Wunsch. Ja, der gute Eve hat im Livestream ganz schön viel gewünscht. Einen davon haben wir jetzt, die Linie 27 mit einem O405G. Ich habe mal das Münchner Repaint genommen. Wir fahren vom Sisselsforster Busbahnhof. Wir fahren vom Fachmannplatz zum Sisselsforster Busbahnhof und der Nick fährt die Tour zurück. Genau. Hallo. Hallo. Admin Mayo. Hallo, Admin, ja. Womit fährst du denn? Ich fahre Scania Citywide GN14. Das ist auch mal was. Ich würde sagen, wir setzen mal vor zur Starthaltestelle und stellen dann die Uhrzeit um, ne? Wobei ich sagen muss, dass... ja, können wir machen. Wobei ich sagen muss, das Heck sieht irgendwie von der Lackierung her ein bisschen komisch aus. Aber gut. Irgendwie so leer. Oh! Ah. Er kommt wieder gut aus dem Knick hier, ey. Mich gar nicht. Ja, kennt man doch. So. Oder hatte, war das der O405, der generell dieses Knicken wieder drin hatte, oder war das... Ne, das war der GN2. Stimmt. Ach nee, Moment, ich brauche ja Route 15, stimmt ja. Ja, so, Fahrgäste lasse ich schon mal rein. Abfahrt ist... Einmal so. Fahrplan dranhängen. Ticketverkauf hätte ich gerne. So. Ja. Fahrplan ist 14.03 Uhr, dann stelle ich jetzt mal auf 14.01 Uhr. 14.01.00 und 1, 2, 3. So, Loading AI. Toll. Fängt schon mal gut an. Oh Gott, das ist aber eine gute Strecke hier. Ja, das ist wohl wahr. So, Fahrplan können wir wieder wegklicken. Fast eine Stunde. Ja. Hallo. Hallo. Einmal normal. Wieso habe ich denn schon plus 1,3? Weil ich schon 14.04 Uhr habe. Oh, ich habe mich vertippt. Okay. Einen normalen Fahrschein. Ich, jawohl. Ich bin mal so frei und fahr schon mal los. Ja, ja, du brauchst am Ende sowieso wieder länger. Was soll das denn heißen? Da kann ich nichts für. Das ist Tatsache. Wow. Ist er nicht nett? Ist er nicht nett? Ja, immer noch. Ja, in der letzten Wunschfolge. Beruht auf Gegenseitigkeit. In der letzten Wunschfolge hat der gute Nick das ja schon angeteasert. Die Marionetten haben jetzt eine Website. Website-Link findet ihr ab sofort dann auch bei den neuen Uploads unten in der Videostraße. Oder alternativ auch im Kanalbanner oben rechts. Alternativ auch im Kanalbanner. Ja, wobei, wenn man's, also von der Seite ist es eher oben rechts, vom Kanalbanner ist unten rechts. Ja, genau. Da ist die nämlich dann per Klick verlinkt, da braucht er dann nur draufklicken. Die Website ist noch nicht komplettiert, da arbeite ich aber fleißig dran. Die Hauptseite ist fertig, da kommt dann, kommen dann noch so ein bisschen was zu den Kanälen hin. Und, wir haben gedacht, wir machen das mal. Da findet ihr dann ab sofort auch immer Infos zu neuen Projekten. Da könnt ihr euch dann auch anmelden zu Community-Projekten, wie dann auch zum Beispiel der Konvoi. Zum Beispiel zum großen Konvoi oder später auch könnt ihr euch dort anmelden, wenn ihr sonntags beim LS17 mitmachen wollt. Oder ihr könnt euch in Projekte einbringen, das schon auf der Webseite so ein ganz kleines, minimalstes bisschen geteasert wird. Genau. Da wird nämlich... Aber mehr verraten wir noch nicht. Genau, da wird nämlich ein neues Projekt angeteasert. Da steht auch noch nichts zu, sondern da ist erstmal nur das Bild. Ja, wobei man sich dazu vielleicht schon sogar was denken kann. Ja. Aber was das genau ist, das verraten wir noch nicht. Genau, das verraten wir, wenn es soweit ist. So sieht das aus. Die 27 mit dem Gelenkbus. Wieso mache ich mir Gedanken, dass das an irgendwelchen Ecken schief gehen wird? Weil das sehr gut sein kann, aber ich finde, es geht eigentlich. Also in letzter Zeit bin ich die 27 häufiger gefahren. Ja. Das hat ganz gut geklappt eigentlich. Mhm.
bitte nicht so optimistisch. Ja, 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 das hat ganz gut, das hat ganz gut geklappt. Ist, ja, ist bei mir immer ein Indiz für Mario, das geht schief. Ja gut, das ist ja ein Problem, aber nicht meins. Das ist wohl wahr. Hallo. Guten Tag. Ich brauche eine Busstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke brauchte sie. Hat sie bekommen. An den grünen Häusern. Nee, an den grünen Häusern ist das nicht richtig. Ach, der schaltet doch automatisch weiter, ne? Mecklenbeck, Wendeplatz. Wer denn? Der U405. Ja. Ja. Ja, der schaltet automatisch weiter. Scheiße. Schnell. Mein Gott, den Scania hörst du vom Motor ja gar nicht, aber das Ding kann klappern wie Sau. Nun komm. Ich hasse den Oesdorfer Platz mit diesen komischen Schienen, die da so liegen, dass man sich da immer irgendwie reinzieht mit dem Reifen, dass die anfangen zu meckern. Ja, ich hoffe, dass er jetzt gleich dann die... Wobei ich ja sagen muss, du bist selber schuld, du hast ja die schwierigere Richtung ausgesucht. Ja. So Mecklenbeck und so. Ne? Ja, ja, Mecklenbeck-Wendeplatz und den ganzen Scheiß. Ja, ja, da mit diesen engen, beiden engen Kreuzungen. Ja. So, ich hoffe, dass er jetzt dann gleich... Oh, da fehlt Rückgeld. Schuldigkeit. Richtig weiterschaltet. Boah, mein Gott, ey, der Scania ist aber echt ein Monster. Also vor allem, ich finde, der fährt sich von allen Gelenkbussen am kompliziertesten. Mhm. So, weil jetzt... Weil ja. Erstens wirkt er riesig und zweitens schleift er auch den Nachläufer sehr stark hinterher. Also... So, jetzt braucht kommt schon ordentlich Platz. Jetzt kommt an den grünen Häusern. Ich hoffe, er sagt das jetzt gleich auch. Hahaha. So, der lässt mich doch bestimmt fahren. Wenn nicht, hat er jetzt keine andere Wahl mehr. Hallo, kommen Sie rein. Möchte er noch mit? Nee. Selbst wenn, zu spät. Bus halt nur einmal. So, an den grünen Häusern sagt er natürlich jetzt nicht an. Guten Tag. Einmal normal, aber mein Gott, sind die freundlich ja. Heute. Was ist denn da los? Ich glaube, Omsi ist kaputt. Ihr gefällt mein Fahrstil gar nicht. So, Mecklenbeck, Wendeplatz. Das wird jetzt lustig. Ja, am Wendeplatz, also der Wendeplatz an sich geht noch. Da habe ich immer nur ein bisschen Angst aufzusetzen, vorne rechts. Aber schlimm wird ja dann hier Ortsmitte und Mecklenbecker Chaussee. Dazwischen sind ja diese zwei mega sozialen Kreuzungen. Boah. Also Gegenkurs. Hallo. Hallo. Also beim Scania, da habe ich irgendwie immer ein bisschen Angst. Ach, bei dem hier ist ja das Problem, dass ich die dritte Tür manuell schalten muss. Ach, echt? Ja. Ich habe die auch nicht mit einer Taste belegt, das funktioniert ja irgendwie nicht. Und dann, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, der ist ja mal gepatcht worden und dann seitdem gibt es ja das Problem irgendwie. So. Aha, ja, jetzt schaltet er automatisch weiter. Mecklenbeck, Ortsmitte, da ist der Gegenkurs. Mhm.
Du hast Glück, dass der dir nicht in den Kurven entgegengekommen ist. Sondern vorher. Ja. Weil dann hast du definitiv verkackt. Zumindest an der ersten Kreuzung, weil da das Schild noch steht. Junge, wo willst du denn hin? Ach, du willst wieder, du wolltest wenden. Ich dachte, du wolltest wieder im Kreis fahren. So wie auf Steinkirchen. Also ich fand's super, obwohl ich es nicht gesehen habe. Aber ich konnte mir das so richtig schön vorstellen. Ja, ja, deswegen heißt es ja Kreisverkehr. Mhm. Weil man da so schön im Kreis fahren kann. Oh, mein Gott. Ich hätte gern einen normalen Tanken. Hallo. Was sagt denn meine Zeit? Plus 3. Na. Geht ja gut los. Ich sag ja, du brauchst länger. Fahrt doch! Du bitte auch. Mario hämmert auf der Taste rum. Natürlich! Ja, irgendwie muss man sich ja bemerkbar machen, ne? Ja, so, Ortsmitte kam ich aber jetzt gut rum. Ja, wenn da gerade keiner langfährt, dann geht das. So, fahren, 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 fahren. Wenn da einer ist, hast du ein Problem. Willst du auch vorfahren? Nee, will nicht vorfahren, okay. Mann, ey. Ich wollte mir eigentlich was zu trinken einschenken, aber jetzt wird hier ständig grün, wenn ich das gerade machen will. Kann doch nicht sein. Doch. Wo haben die denn fahren? Ja, super. Der knallt mir in den Nachläufer, du Arschloch. Ja, als wäre das jetzt was Neues. Aber komischerweise habe ich das Problem, dass mir Nachläufer fahren zurzeit seltener. So, Hallöchen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ich wünschte, ich könnte das mit dem Nachläufer auch behaupten. Was kommt da? Eine 41. Hast du das jetzt geschafft, mit was zu trinken einschenken? Ja. Endlich. Zum Trinken komme ich aber immer noch nicht, weil es hier gerade wieder grün geworden ist. Oh wei, der arme Nick. Ja, ja, aber Schritt 1 ist schon mal getan. Ja, wenigstens etwas. Ja, immerhin, ne? Ja, ja, es ist... Also ich glaube, verdursten werde ich jetzt nicht, aber... Wäre ja auch ein bisschen suboptimal. Oh, war ja. Eve. Ich finde das gut. Schön, dass du das gut findest. Innig. Ja, weiß ich. Gern geschehen. Du, ich hab noch Spandau 8.0 als Wunsch. Also Ruhrgebiet. Ja, ohne mich. So, will hier keiner mit? Ne, da will keiner mit. Gut. So, da ist keiner. Was ist hier eigentlich los heute? Hier ist ja echt straßenleer. Zugang zum Betriebshof Stadtmitte. Am Hang! Kaum Leute fahren mit. Ach, hier ist die Ecke, wo der U15. Nee, gar nicht wahr, ist die Ecke nicht. Kommt, glaube ich, noch. Hä? Wo der Solaris Urbino 15 nicht hochgekommen ist. Nee, das war an der Steigung, glaube ich. Stimmt. Wobei du die nach unten fährst. Ich fahre da jetzt gerade in diesem Moment hoch. Ja, ich bin ja erst am Hang. Ja, ja.
wieder Kreisverkehr. So, ich bin noch pünktlich. Dabei rase ich gar nicht mehr. Hallo. 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 Hallo, Bordstein. Gut, ich hätte ihn jetzt auch erst fahren lassen können, aber klappt doch. Wenn ich ein bisschen kompetenter wäre, dann würde das sogar ohne Bordstein gehen. So, da hat er mir die Unfallmeldung reingehauen von eben. Kommt bestimmt Laupendal Hauptbahnhof. Sag ich doch. Ja. Hätte ich dir jetzt auch so sagen können. So, den lasse ich auch mal besser noch fahren. Nicht, dass sie mir volle Karre in die Front heizt. Das können sie auch ganz gut. So, die Haltestelle ist echt scheiße zum Anfahren hier. Froschweg. Zumindest in meine Richtung. Weil da ist die Haltebruch direkt hinter der Kurve, hinter der Kreuzung. Ja. Die mündet da quasi rein. Die war noch halbwegs grün. Ah ja, die war noch halbwegs grün, sagt ja alles. Nein, das sagt gar nichts. Nein. Sicher, dass das nicht schon ein ganz dunkles Orange war? Ja. Nee, ist klar. Möchte mich dazu nicht weiter äußern. Ja, musst du auch nicht. Kann ja in deine Folge gucken. Ich weiß sogar den Timecode, weil meine Aufnahme hat nämlich auch eine Zeit unten stehen. Scheiße. Oh, da kommt die Gegenrichtung angerast. Mein Gott, der muss es eilig haben, so wie der hier lang fährt. Ah, aufgesetzt. Mist. Ich muss sagen, ich finde den Scania gar nicht mal schlecht. Also irgendwie, der hat was. Ist halt der fährt sich zwar wie ein Schiff, aber der ist irgendwie auch cool. Ich mag den. Wollte ich gerade sagen, ist halt ein Schiff, ne? Ja, du magst ihn ja nicht so, ne? Nee, nicht wirklich. Ich muss sagen, der geht eigentlich voll. Er wirkt halt sehr, sehr groß. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, jetzt steht mir der Gegenkurs im Weg. Hallo. Das ist natürlich nicht so toll. Danke. Verbiesel dir. So, ich habe 3 Minuten Verspätung immer noch, ey. Toll. Wenn der so da stehen bleibt, dann fährt mir der nächste, der hier vorbeikommt, in den Nachläufer. Nö, ich warte jetzt hier. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ach, der fährt direkt wieder. Na gut. Shit. Verschätzt. Ja, jetzt darf ich nochmal eine Ehrenrunde machen. Habe ich da nicht eigentlich ein bisschen Aufenthalt in Essenberg oder? Heute nicht. So, 13.18 Uhr habe ich und Abfahrt ist 13.20 Uhr, oder? War das jetzt? Habe ich jetzt richtig geguckt? Ja. Der Kollege hat's eilig. Der will Feierabend. So. So, Türen schon mal trotzdem zu, wird kalt. Adalbert, Stift habe ich. Mir fällt auch ein, ich könnte mal wieder ein paar Folgen im BBS machen. Das hatte ich eigentlich schon länger. Ja, muss ich auch mal wieder machen. Aber es muss sich halt auch anbieten. Wir haben halt im BBS nicht so die Riesenvielfalt, die wir so haben, wenn wir einfach so um sie spielen. Ja, also kann die Ampel auch grün? Deshalb ist das immer ein bisschen schwierig. Weil wir wollen ja auch nicht immer dieselben 5 Karten zeigen. Richtig. So, ja, die Ampel kann auch grün, finde ich toll. Ja, kann meine Uhr mal auf 13.20 Uhr umschalten, das fände ich auch toll. Nein. Puh.
Ich hab keiner gefragt. Ach so. Ja, ich weiß, die Busampel war rot und ich bin gefahren. Das ist mir egal, ich habe Verspätung, ich darf das. Du hast eine rote Busampel gefunden. Mayo triggert. Ah, jetzt darf ich fahren. Ist ja nett. Wow! Da bremst du. Das neue Leben darf. Da bremst du, weil die rot ist, also Querbalken, ne? Ja. Und wird in dem Moment, wo du in die Eisen gehst, grün. Finde ich gut. Aber Mayo, der Querbalken ist weiß. Das mit dem Hals-Maul und so hast du noch nicht ganz verstanden, ne? Nö. Jetzt erst recht nicht, aus Trotz. Guten Tag. So, die biegen beide ab. Ach ja, jetzt muss ich ja hier hoch. Dann wieder. Wo möchte runter. Sie denn hin? Bus nach Sisselsforce knapp verpasst oder was? Der ist doch erst seit 2 Minuten durch. Naja, Pech gehabt. Nicht mein Problem. Ich fahr sowieso nicht nochmal zurück. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft hier rein. Ampel grün! Ach ja, jetzt muss ich hier hoch. Ach du Scheiße. Zentralpark. Zentralpark, genau. Woran ich mich, glaube ich, nie so richtig gewöhnen werde, ist, dass man mit dem Scania die Haltestellenbremse ohne Türfreigabe einlegt, indem man die Bremse voll durchtritt. Ja. Wenn man quasi nicht freigeben will, sondern einfach nur anhalten. Das ist irgendwie seltsam. Stimmt wohl, ja. So, Zentralpark. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hallo. Hi. Hallo. Einmal Kurzstrecke bitte. Glaub mir, du wirst es nicht schaffen, die Kurzstrecke durchzuhalten. Das glaube ich auch. Es ist total toll, wie der Nick. Was ist das denn jetzt? Halten Sie mal an, lass mich raus. Unglaublich. Hallo, du hast angefangen. Unglaublich. Und ich spreche es gerade aus und nehme den Laternenmast mit. Ja, siehst du? Kurzstrecke nicht komplett genutzt. Sag ich doch. Das hast du selber gesagt. Ey, die wollen hier aber nicht mitten auf der Straße aussteigen. Warum nicht? Ja, warum wollen die sich jetzt nicht überfahren lassen? Ja, ich wollte doch nur dem Wunsch des Ausstiegs, wollte ich doch jetzt folgen. Ja, okay, das kenne ich aber. Wenn ich ein bisschen sauer bin, dann zwinge ich die auch zum Aussteigen manchmal. Ach, jetzt muss ich ja hier die scharfe Rechtskurve nehmen, ne? Ja. Muss aber sagen, ich finde die 27 ist an sich eine schöne Linie. Ja, es ist sie, das stimmt. Die ist zwar teilweise auch echt gemein, aber das macht halt auch so ein bisschen was aus, wenn es halt ein bisschen Herausforderung ist. Ja. So, die ist noch grün. Weißt du, da willst du dem Aufruf folgen, dass sie aussteigen wollen und dann tun sie es nicht. Ja, selber schuld. Dann bleiben sie jetzt bis ganz zum Ende. Würde ich zumindest sagen. Wäre jetzt gerechtfertigt irgendwie. Ich bin aber mal gespannt, wie ich gleich mit dem Schiff hier durch die Baustelle am grünen Weg komme. Weiß ja nicht, ob du dich erinnerst. Ja. So. Ich
fahre auch mal lieber, weil bis die hier wieder auf Fahrt schaltet, ist Pfingsten. Bin zwar etwas zu früh, aber egal. Das war eng. So, hier laufe ich irgendwie immer Gefahr, direkt hier links zur Salzmannstraße hochzufahren. Ist mir schon mal passiert. Da muss ich immer dran denken, Moment, du musst hinten rum. Über die, über diesen Parkplatz. Ja. So. Was ist denn das hier für eine Linie? Die 34? Ja. Hallo. Halleluja. Hast du eigentlich auch das Vergnügen, so oft an Ampeln stehen zu dürfen? Überhaupt nicht. So, ja, toll. Weißt du, geradeausfahrer kriegen grün, alle fahren außer ich. Toll, danke. Super. Ich habe eher das Problem so mit den Ampeln an der Bushaltestelle. Wenn ich an der Bushaltestelle ankomme, ist die Ampel grün. Wenn ich abfahren will, ist sie rot. Ja, das kenne ich auch. Das ist fies. Guten Tag. Da gibt's auch auf Hafen City, wenn du Richtung auf dem Sande fährst mit der 6. Ja. Gibt so eine fiese Ampel am Rathausmarkt Petrikirche. Ja. Die erste wird grün, dann fährst du an die Haltestelle ran und wenn du losfährst, dann wird die zweite rot. Na super, danke. Oh ja. So. Kreuzung Sprackel. Ja, das ist schön, dass man in der Salzmannstraße zum Naturkundemuseum gehen kann, aber da sind wir noch nicht. Mach mal halblang hier. Ich sollte vielleicht auch vorne aufmachen, dass die Leute einsteigen können, ne? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wäre eine Idee, ja. Hallo. Es sei denn natürlich, du hast einen Bus, wo die auch hinten einsteigen. Hallo. Nee. Dann sagen die, leck mich, gehe ich zur zweiten Tür rein. Ja, aber der Bus hatte gerade das Bedürfnis, einfach vorzurollen. So. Kastanienwall. Kastanienwall. Die Salzmannstraße ist auch die reinste Hubbelpiste. Ja, stimmt. So, minus eins. Wie kann das eigentlich sein? Ich fahre so gemütlich, das ist der Hammer. Ist mein Fahrplan kaputt, oder was? Ja. Ich habe jetzt plus 2, also ich baue Verspätung ab. Die Ampeln helfen mir ja, aber nicht. Ja, aber mir gibt's keine. Soll ich dir meine Minute noch dazugeben? Dann, Ja, hier in Troisdorf. Ich habe eine zu viel. Hier in Troisdorf sieht's übrigens nach Schnee aus. Echt? Ja. Ich habe eine Message von einer Bekannten gekriegt aus Rheinland-Pfalz. Okay. Da schneit's. Ja, gut. Ja, ich hatte es in den letzten Tagen ja auch schon bei über 1000 Metern geschneit. Ja, und hier fieselt es im Moment, aber die Wolken sind voll bepackt und wenn es jetzt noch ein paar Grad kühler wird, dann schneit es hier auch. Ja, kann gut sein. Wird ja recht kalt zurzeit wieder. Ja. Allerdings. Ja, also wenn es so weitergeht, dann könnte es hier tatsächlich auch mal wieder Schnee geben. Das wäre echt super. Ja, vielleicht, also man verspricht uns ja für dieses Jahr einen kalten Winter. Den hat man uns ja letztes Jahr auch versprochen. Vielleicht hat er letztes Jahr einfach nur noch ein Jahr gebraucht. Ja. Ja, aber wenn es so weitergeht, dann kriegen wir vielleicht hier, ich wohne ja im Rheintal, da ist ja sonst nicht so viel mit Schnee gewesen. Ich glaube, das letzte Mal richtig ordentlich Schnee ist schon einige Jahre her. Ja. Ansonsten war das halt immer nur so ein bisschen und dann voll die Matsche, weißt du? Und ja. Vielleicht da dieses Jahr mal wieder. Ich finde das lustig. Meinen Fenstern im Arbeitszimmer stimmt irgendwas nicht. Wenn ich die Heizung anmache, sind die Scheiben beschlagen. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Nee, irgendwie nicht.
toll. Super. Ich habe mir eine tolle Wohnung ausgesucht. Ja. Die ist Heimwerker-technisch, also für Heimwerker ist die wunderbar geeignet. Ja. Gibt immer was zu tun. Das auf jeden Fall. Nur doof, dass ich überhaupt kein Heimwerker bin, aber gut. Hauptsache, man hat die entsprechende Wohnung. Joa. Falls der doch noch willst. Ja, falls. Ja, genau. Nee, der Papa ist gerade am Aufnehmen. Kann ja sein. Da hat der Sohnemann geklopfert. Ich hasse Ampeln. Der Papa ist am Aufnehmen. Was ist denn? Was denn? Moment mal kurz. Muss mal gerade hier eine kleine Pause machen. Okay. Moment. Ich ruf zurück. Ja, was ist denn? Ja. Nee, gab's schneller. Ja. Danke. So, weiter. Mhm. Ich werde das nicht rausschneiden. Ja, ich brauchte auch gar nichts sagen, man hat's gehört. Ja. Pedal wieder richtig mal. Ja, Schwiegervater. Meine Frau sagte, ist wichtig. War es aber nicht. Der hatte noch irgendwie Kopien von meiner Prüfung, also von meinem Prüfungszeugnis. Oh Gott. Hallo. Und das war schon eine Weile her, oder nicht? Ja, und wollte jetzt wissen, ob ich die noch brauche, die Kopien, oder ob er das schreddern kann. Ich kann sie schreddern, ich habe doch meine Originalen hier liegen. Ich weiß gar nicht, hatte ich die bei ihm mal kopiert. Hm. Damit er dich jetzt fragen kann, ob er sie schreddern kann. Ja. Ja, über die Sinnlosigkeit also dieser Frage muss man... Ich kann das schon verstehen, Schreddern macht Spaß. Ja. Das sieht er tatsächlich genauso. Ja, geht auch ganz einfach. Ja. Nee, er wollte wissen, ob ich die halt noch brauche. Also dachte ich mir, warum denn? Ich habe doch die Originalen hier. Zudem brauche ich meine Prüfungszeugnisse in nächster Zeit das wahrscheinlich nicht. Ich bin ja fest angestellt. Ja. Aber gut. Oh, da bin ich an der Haltestelle vorbeigefahren. Dann darf die Dame jetzt nicht einsteigen. Dann hat sie Pech. Außer sie läuft jetzt bis zur Baustellenampel. Tut sie aber nicht. Nö. Ich behaupte mal, die wollten mit einer anderen Linie fahren. Ah, du bist am grünen Weg, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt am Kastanienwald. Da haben wir uns gerade quasi getroffen. Ja. Ach, diese kleine Huggelpiste hier. Ja, aber ich bin tatsächlich ganz gut durchgekommen beim Scania. Wobei man auch sagen muss, dass diese relativ große Spiegelkonstruktion auf der rechten Seite echt hilft. Glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie ich mit dem U405G durchkomme. Weil du siehst halt alles. Oh, kommt da viel Gegenverkehr. Maximal 120 Sekunden Rotzeit. Ja, dann. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Ja. Die meinten eigentlich maximal 120 Minuten. Ja. Hallo, mach doch grün, da kommt doch nichts mehr. Danke.
Mach doch grün, da kommt doch nichts mehr, denke ich mir auch gerade. Salzmannstraße. Sag mal, habe ich jetzt die Ampelphase übersehen oder was ist hier los? Na, ich bin relativ gut durchgekommen durch die Baustelle. Ja, die sieht auch irgendwie erstmal komplizierter aus, als sie tatsächlich ist. Salzmannstraße. Also sie ist eigentlich ganz gut machbar. Ja, doch, habe ich gemerkt. Für ein BBS wäre die Linie gut, um Geld zu verdienen. Ja, weiß ich. Bin ich schon gefahren im BBS. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen, das ist ja Körperverletzung. Ach ja, jetzt soll ich die Tür aufmachen, weil es Körperverletzung ist. Ach ja. Gut. Kannst du in einer Salzmannstraße aussteigen, alte Hexe.